Wir sind hier in Düren bei der Firma Anker. Wir stellen Teppichboden her, Textilindustrie. Wir befinden uns in einer Tarifrunde. Dritte Verhandlung ist jetzt schon erledigt. Hat leider nicht zu dem Ergebnis geführt, wie wir wollten. Wir fordern die Beschäftigungssicherung, wir fordern die Altersteilzeit, wir fordern 4% und wir fordern Vorteile für IG Metall-Mitglieder. Das ist das, was wir hier bei uns brauchen. Wichtig ist Beschäftigungssicherung, damit es hier bei Anker weitergeht. Altersteilzeit, damit die Älteren nach harter körperlicher Arbeit auch ganz normal in Rente gehen können und sich das auch leisten können. In der momentanen Situation ist Corona zwar ein Damoklesschwert, was wir haben, gerade in der Luftfahrtindustrie, wo unsere Teppichböden auch liegen, ist gerade ja nur auch Shutdown. Wir gehen aber davon aus, dass das demnächst dann wieder anzieht. Und Fachkräfte, die man jetzt verliert, die werden dann zwangsläufig gebraucht werden. Und ehe man die wieder nachgerüstet hat, denke ich, das dauert seine Zeit. Und deswegen macht es Sinn, die Zeit zu überbrücken. Sei es mit Kurzarbeit oder sei es mit anderen Mitteln. Die Altersteilzeitplätze bei uns sind alle Male vergeben. Das heißt, wir bräuchten unbedingt eine Aufstockung, nicht nur bei der Aufstockungszahlung, sondern auch bei der Quote. Und bei uns sind die Leute da eigentlich ganz heiß drauf, wenn sie es sich denn leisten können. Zukunftssicherung heißt bei uns Beschäftigungssicherung, Altersteilzeit, um eine gemeinsame Zukunft für alle Beschäftigten zu haben.